Seit wir nun auch Burg Rosemund in Händen haben, ist Herzog Philipp der Blasse nur mehr durch dieses Altenstein geschützt. Altenstein muss fallen. Nieder mit Altenstein! Nieder mit Altenstein! Sonst wird nicht Friede sein im Lande der Ritter. In dieser schweren Ritterzeit. Einem Herzog von Grauberg wird aber auf die Dauer niemand widerstehen. Grauberg! Hurra! Ich habe das Gefühl, dass Philipp der Blasse zum Gegenschlag ausholen will. Wahrscheinlich will er über die Flanke kommen. Da würde Burg Reinhold eine wichtige Rolle spielen. Solchen Plänen werden wir zuvorkommen. Floris. Ich habe nach dir rufen lassen, weil ich eine besonders schwere Aufgabe für dich habe. Herzog Philipp der Blasse hat uns da einen Kriegsplan gegen Herzog Karl von Grauberg zugesandt. Und dieses Ding da, ja? Ja, das ist er. Und damit Verrat ausgeschlossen ist, gibt es diesen Plan nur ein einziges Mal. Ich habe ihn jetzt gesiegelt. Und jetzt müsste ihn noch Reinhold, unser Kampfgefährte, siegeln. Aha. Und dann, verstehst du, geht er zurück zu Herzog Philipp und der weiß dann, dass wir unterrichtet sind, wie wir gegen Grauberg vorzugehen haben. Also, dieser Plan muss jetzt ganz schnell zu Reinhold. Kein übles Versteck. Ja? Da kann mir keiner den Plan rauben. Du rechnest also doch mit einem Überfall. Herr Walter hat mir eben gesagt, dass Grauberg-Leute bei Herrn Reinholds Schloss gesehen wurden. Ist das Herrn Reinholds Schloss? Ja. Aber wo ist die Fahne? Da stimmt was nicht. Von Rosemund von einem Narren besiegt. Oh, Floris von Rosemund. Der erste Mensch, den Philipp der Narr jemals besiegte, ist ein Bundesgenosse seines Meisters Reinhold. Was hast du denn? Ich habe dich für einen Grauberger gehalten, der zurückgekommen ist, um noch in den Trümmern zu plündern und zu stehlen. Sehr witzig. Wo ist Herr Reinhold? Gefangen? Hauptmann von Rossum hat die Burg gestern mit seinen Soldaten überfallen und niedergebrannt und die Besatzung bis zum letzten Stalljungen in die Gefangenschaft verschleppt. Außer einem. Den Narren. Zufälle gibt es. Tu mir nichts, dann tue ich dir nichts. Ah, los, erzähl schon. Ich sage die reine Wahrheit, ich schwör's. Der Torwächter war bestochen. Das verstehe ich nicht. Warum haben sie dich hier gelassen? Das Lösegeld. Wer bezahlt schon Lösegeld für einen Narren? Wer zahlt schon Lösegeld für einen Narren? Niemand. Wir müssen Herrn Reinhold finden.
Nehmt mich mit. Bitte, ihr Herren. Ich weiß nicht. Wozu denn? Rossum wird sein Leben lang bereuen, dass ihm einmal ein Narr zu armselig war. Na los, ein Kunststück, ein Bier. Ha? Oh! Den halte ich. Sehr gut. Der kann ja kaum noch stehen. Ja! Ausgezeichnet! Bravo! Das ist unser bester Mann! Jetzt ist es Bier aus. Wird? Nichts mehr drin. Noch ab Bier! Nein. Ich hoffe, Bier. Bezahlen. Klar, heute können wir zahlen. Moment, gleich haben wir's. Ah, ist das nix? Eine Runde? Ha? Das ist viel, das kann ich nicht machen. Ach, stimmt schon. Oh, bitteschön. Das Bier kommt sofort. Ich bin schon hier. Das ist der Herr von Hackfurt. Ja, Herr von Hackfurt, was machen denn Sie da in der Kutte? Nix für ungut. Narren machen schönes Wetter und schönes Wetter macht Durst. Ein Bierchen gefällig. Und ein paar Äpfelchen und einen knusperbraunen Mistkratzer. Danke. Ach, Liete, lass mich einmal. Jetzt werde ich einmal zeigen, wie man wirft. Bitte. Was hab ich gesagt? Ja, prima. Erst einmal nachmachen, Herrschaften. Erst nachmachen. Das sind Grauberger. Die wissen, wo Reinhold gefangen gehalten wird. Mein letzter Taler. Jetzt oder nie. Na, wirf schon. Ach, gut, das ist ein schwacher Wurf. Warte nur, deine Prämie für den Überfall auf Reinhold lux ich dir schon noch ab, mein Lieber. Idiot. Ich hab natürlich alles mitgehört. Danke. Gut, weiter! Unauffällig! Unauffällig weiterspielen! Also, jetzt probier's noch einmal. Darf man sich das Menü einmal anschauen? Aber jetzt beliebt, Herr General. Liebe deinen Nächsten, ist unsere Parole. Gib mir die Würfel. Amen. Vielleicht noch ein kleines Apfel zum Dessert. Bitte sehr, meine Herrschaften! Erwachsen. Das Hühnchen hat er sich schon so an uns gewöhnt. Trink ein. Auf unser Wohl. Frechheit. Euch werden wir es zeigen. Los, hol mir runter. Befehl. Was schaust du denn so blöd? Oh, hüpfen verzeiht. Vielleicht einmal! Das werden deine Schellen aber lauten! Schon wieder ich! Das mag ich halt nicht mehr! Wozu warst du so lange bei mir im Dienst? Los, Angriff! Auf! Zu neuen Siegen! Ja, rechts! Großnauze! Rechts, hab ich gesagt! Und eins! Und zwei! Und alles! Das muss man selber machen! Ihr werdet euch über keinen Grauberg-Soldaten mehr lustig machen. Na, wart. Komm her, Bärscher. Das ist aber nicht lieb. Oh. Gestatten? Eins, zwei, drei. Brutteln, Vollpilze, Brückeberger, Volltiere. Aufstehen, wird heute. Los, geh mal! Vorwärts! Attacke! Zahlen! Wo ist Herr Reinhold gefangen? Im Zollhaus natürlich. Im Zollhaus? Danke! Hey, worum geht's denn bei euch, ihr Spaßmacher? Sie wollen nicht zugeben, dass ich von uns dreien der größte Narr bin. Lüge! Mir gebührt das Narrenzepter. Ihr da, hört's mir mal zu. Kommt doch rauf ins Zollhaus und gebt's unserer Vorstellung.
Dann wird sich herausstellen, wer von euch der größte Gaudibusch ist. Hä? Na los, hinein! 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 Also, was ist? Fangt's an mit der Vorstellung. Mit Vergnügen. Euch zu Ehren, Herr General. Na, 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 so haben wir nicht gewettet. Mit der Katzenmusik verschont's uns. Meine Leute wollen eine Prügelei sehen. Narr, halt mein Orchester. So. Aufgepasst. Da schau her, lauter alte Bekannte. Da wird sich der Herr von Rossum aber freuen. André Musier. Bitte sehr. Ah, gemacht. Bitte tretet ein. Ich bin der größte Narr. Wer bist du? Spielmann, Spielmann, traue in diesen Zeiten nie einem Mönch aus einer Herberge. Es könnte sein, dass es Barend von Hackfort, Geheimrat von Grauberg ist. Los, rein mit dir! Ausgezeichnete Idee von Ihnen, Herr Geheimrat. Bring ihn her. Na los, bringt ihn her. Wünsche angenehm zu hungern. Achtet darauf, dass sich nicht wieder einer hypnotisieren lässt. Nein, nein, von Gefangenen wird nichts angenommen. Beeilung! So. Ach, ausgezeichnet. 1473er. Ab sofort nehmt ihr eure Mahlzeiten vor dem Gefängnisgitter ein. Verstanden? Jawohl! Ihr müsst kräftiger werden, Sergeant, was sich da in der Kneipe abgespielt hat. Ihr haftet mir mit euren Hundköpfen dafür, dass hier kein Fremder reinkommt. Besonders nicht der Altenstein, verstanden? Jawohl! Zu Befehl! Ei, ei? Zu kurz, hä? Jetzt sind schon 4 Tage vergangen, seit Floris und Sindala mit dem Kriegsplan unterwegs sind. Und noch kein Zeichen. Kein Grund zur Sorge. Herr Reinhold ist ein sehr großzügiger Gastgeber. Wahrscheinlich haben die zwei bei der vielen Tafelei vergessen, wie dringend wir ihre Rückkehr erwarten. Hä? Nein, nein, nein. Wären sie Reinholds Gäste, dann hätte er uns verständigt. Das war abgemacht. Aber so. Da, ein fettes Hühnerbeinchen. Ein Geheim! Herr Geheimrat, na, Sergeant, wie lange sitzen die schon da? 5 Tage und 5 Nächte. Ein Schluck an Wein vielleicht? Ja. Der Rossum. Ohne einen Bissen Brot oder einen Schluck Wasser. Was? Gut, gut. Aber weiß Reinhold, dass die drei mit ihm verhungern. Wenn er uns nicht endlich sagt, wo der verdammte Kriegsplan steckt. Was? Ein guter Jahrgang, Sergeant. Jawohl, ein guter Jahrgang, Herr Geheimrat. Nun, nun, wir werden Sie schon zum Reden bringen. Führ mich zu Reinholds Kerker. Jawohl. Wird's bald? Na? Witzbold, hat er gesagt. Hänsel! Was gibt's? Steck mal deinen Finger durch, damit ich fühlen kann, ob du bald fett bist. Von gebratenen Hühnern wird man nicht fett. Aber langsam flattern sie mir schon bei den Ohren raus. Tut mir leid, aber wir haben nichts Besseres, Hänsel.
Man darf nicht zu wählerisch sein, gib her. Und wenn jetzt die böse Hexe auf Besuch kommt, dann zeigst du ihr dein dünnstes Knöchelchen, ja? Wir werden euch noch zu Tode füttern, Herr Reinhold. Danke. Wenn ich wieder frei bin, mache ich zuerst mal eine Abmagerungskur. Das ist dringend nötig. Achtung! Rosson kommt auf Besuch. Warum ist denn Sindala nichts? Er muss doch fasten. Fasten? Wozu fasten? Er sammelt Geisteskräfte. Geisteskräfte, was ist das? Ein feiner Edelmann. Lässt seine drei Freunde verhungern, statt den lächerlichen Kriegsplan herauszugeben. Bitte verzeiht mir, der Hunger hat mein Gedächtnis getrübt. Bitte. Hast Spotten auch noch? Na, warte. Na? Hähnchen, Hähnchen in der Hand? Wer ist denn der Hungrigste im ganzen Land? Ah, er lebt ja noch, der Herr Zauberer. Ich habe einen Ring. Indische Ware. Wo? Zeig her. Mindestens 3000 wert. Schau mich nicht so an. Nur ein bisschen Brot und Wasser. Für mich allein. Lass die anderen verhungern. Los, gib ihn her. Komm schon. Ich kann nicht mehr. Stell dich nicht so an. Komm. Der Kerl gehört auf die Streckfolter, damit seine Arme länger werden. Ganz ruhig. Tut mir schrecklich leid, aber ihr habt mich zu lange hungern lassen. Mein Magen. Nun, wir könnten uns ja trotzdem über diesen gewissen Kriegsplan unterhalten. Was? Wache! Wache! Ich hab den Trick vom Großvater. Oh, ein Wunder. Wo kommen die Nidas? Behalt euch!
Jesus. Den Seiltrick kennen in Indien alle Fakire. Alarm, Herr von Rossum! Die Gefangenen klettern über die Mauer an einem Seil, das in der Luft steht! Kletter, ich halte sie auf! Zauberei! Das war wieder dieser schwarze Teufel! Herr von Rossum, der wird uns mal alle verhexen! Sergeant! Sergeant! Aufhalten! Aufhalten! Jawohl, Herr von Rossum! Das Seil! Das Seil steht! Das ist Zauberei! Zauberei? Nein! Das ist keine Zauberei! Fabelhafte Erfindung! Beschlagnahmen! Beschlagnahmen! Jawohl! Beschlagnahmen! 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 Vorwärts! Die Spitzbuben dürfen auf keinen Fall entkommen! Vorwärts! Immer, immer. Kommt! Ergreift die Halunken! Stürmen! So, Herr, sagst du? Er wird's bald! Komm, Salz! Lahme Ente! Was hängst du da wie ein nasser Sack? Sindalabim! No! Rache! Revanche! Einzahlen! Warte! Das ist Also, alles in Butter. Und den Kriegsplan, den hat Reinhold gesiegelt und weitergeschickt. Hm? Den Kriegsplan? Den Kriegsplan? Och, den haben wir sehr gut aufgehoben. Das kitzelt, das kitzelt. Na ja, wenn wir es ein bisschen kleben. Das Menü mal anschauen. Aber jetzt beliebt, Herr General. Liebe deinen Nächsten ist unsere Parole. Amen. Vielleicht doch ein kleines Apfel zum Dessert. Bitte sehr, meine Herrschaften. Erwachsen. Das Hühnchen hatte sich schon so an uns gewöhnt. Trink ein. Auf unser Wohl. Frechheit. Euch werden wir es zeigen. Los, einmal runter. Befehl. Was schaust du denn so blöd? Oh, hüpfe vielleicht einmal. Das werden deine Schellen aber lauten. Schon wieder ja. Ich. Wozu warst du so lange bei mir im Dienst? Los, Angriff! Auf, zum neuen Siegel! Rechts! Hol Schnauze! Rechts, hab ich gesagt! Und eins, zwei,
Was wir selber machen. Ihr werdet euch über keinen Grauberg-Soldaten mehr lustig machen. Na, wart. Komm her, Bärscher. Das ist aber nicht lieb. Oh. Gestatten? Eins, zwei, drei. Brotlern, Vollpilz! Grauberg vorzugehen haben. Also. Dieser Plan muss jetzt ganz schnell zu Reinhold. Kein übles Versteck. Ja? Da kann mir keiner den Plan rauben. Du rechnest also doch mit einem Überfall. Herr Walter hat mir eben gesagt, dass Grauberg-Leute bei Herrn Reinholds Schloss gesehen wurden. Ist das Herrn Reinholds Schloss? Ja. Aber wo ist die Fahne? Da stimmt was nicht. Seit wir nun auch Burg Rosemund in Händen haben, ist Herzog Philipp der Blasse nur mehr durch dieses Altenstein geschützt. Altenstein muss fallen. Nieder mit Altenstein! Nieder mit Altenstein! Sonst wird nicht Friede sein im Lande der Ritter. In dieser schweren Ritterzeit. Einem Herzog von Grauberg wird aber auf die Dauer niemand widerstehen. Grauberg, hurra! Ich habe das Gefühl, dass Philipp der Blasse zum Gegenschlag ausholen will. Wahrscheinlich will er über die Flanke kommen. Da würde Burg Reinhold eine wichtige Rolle spielen. Solchen Plänen werden wir zuvorkommen. Oh. Flores. Ich habe nach dir rufen lassen, weil ich eine besonders schwere Aufgabe für dich habe. Herzog Philipp der Blasse hat uns da einen Kriegsplan gegen Herzog Karl von Grauberg zugesandt. Und dieses Ding da, ja? Ja, das ist er. Und damit Verrat ausgeschlossen ist, gibt es diesen Plan nur ein einziges Mal. Ich habe ihn jetzt gesegelt. Und jetzt müsste ihn noch Reinhold, unser Kampfgefährte, segeln. Aha. Und dann, verstehst du, geht er zurück zu Herzog Philipp und der weiß dann, dass wir unterrichtet sind, wie wir gegen Graub... Bravo! Flores von Rosemund von einem Narren besiegt. Oh, Flores von Rosemund. Der erste Mensch, den Philipp der Narr jemals besiegte, ist ein Bundesgenosse seines Meisters Reinhold. Was hast du denn? Ich hab dich für einen Grauberger gehalten, der zurückgekommen ist, um noch in den Trümmern zu plündern und zu stehlen. Sehr witzig. Wo ist Herr Reinhold? Gefangen? Hauptmann von Rossum hat die Burg gestern mit seinen Soldaten überfallen und niedergebrannt und die Besatzung bis zum letzten Stalljungen in die Gefangenschaft verschleppt. Außer einem, den Narren.
Zufälle gibt es. Tu mir nichts, dann tue ich dir nichts. Na, los, erzähl schon. Ich sage die reine Wahrheit, ich schwör's. Der Torwächter war bestochen. Das verstehe ich nicht. Warum haben Sie dich hier gelassen? Das Lösegeld. Wer bezahlt schon Lösegeld für einen Narren? Wer zahlt schon Lösegeld für einen Narren? Niemand. Wir müssen Herrn Reinhold finden. Nehmt mich mit. Bitte, ihr Herren. Ich weiß nicht. Wozu denn? Rossum wird sein Leben lang bereuen, dass ihm einmal ein Narr zu armselig war. Na los, ein Kunststück, ein Bier, ha? Oh! Den halt ich! Sehr gut! Der kann ja kaum noch stehen! Ja! Ausgezeichnet! Bravo! Das ist unser bester Mann! Jetzt ist es Bier aus. Wird? Ah, nichts mehr drin. Noch ab Bier! Nein. Kommt genau. Bier. Bezahlen! Klar! Heute können wir zahlen! Moment, gleich haben wir's! Ah, ist das nix? Eine Runde! Das ist viel, das kann ich nicht sagen. Ach, wegkommen. Stimmt schon. Oh, bitte! Also, hier kommt der Ball. Ich wünsche euch einen guten Abend. Ich bin wahnsinnig! Die Nuren sind da! Das gibt's nicht! Bitte Platz zu nehmen, meine Herren! Jesus, der Herr von Hackfurt. Ja, Herr von Hackfurt, was machen denn Sie da in der Kutte? Nix für ungut. Narren machen schönes Wetter und schönes Wetter macht Durst. Ein Bierchen gefällig. Und ein paar Äpfelchen und einen knusperbraunen Mistkratzer. Danke. Ach, bitte. Lass mich einmal. Jetzt werde ich einmal zeigen, wie man würfelt. Bitte. Was habe ich gesagt? Prima. Erst einmal nachmachen. Erst nachmachen. Das sind Kauberger. Die wissen, wo Reinhold gefangen gehalten wird. Mein letzter Taler. Jetzt oder nie. Na, wirf schon. Ach, das ist ein schwacher Wurf. Warte, deine Prämie für den Überfall auf Reinhold luchse ich da schon noch ab, mein Lieber. Idiot. Ich habe natürlich alles mitgehört. Danke. Du zweiter, unauffällig.